Hallo und willkommen bei den Spielnews mit Melanie und Angelo und Yokai von Game Factory. Der Autor ist Julian Griffin. Das Ganze ist für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Ja, und in Yokai versuchen wir natürlich die Familien, so wie sie zusammengehören, wieder zusammenzuführen. Es ist ein kooperatives Spiel, aber dabei darf man nicht sprechen. Wie das ganz genau funktioniert, erzählt euch Angelo jetzt in einem Regelüberblick und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. So, ich habe hier das Spiel schon mal aufgebaut und das Setup läuft wie folgt ab. Wir haben hier ein 4x4 Raster und in diesem 4x4 Raster sind 4 rote, 4 grüne, 4 lila und 4 blaue Karten zufällig reingemischt, beziehungsweise die werden hier verteilt. Ziel des Spiels ist es, diese Karten farblich zusammenzuhängen, also die Familien wieder zusammenzubringen. Wir wollen also nachher, dass die roten Karten aneinander angrenzen, also beispielsweise die 4 sind rot, die 4 hier sind grün, diese 4 wären beispielsweise blau und diese hier sind lila und dann hätten wir das Spiel gewonnen. Hier oben haben wir noch die Hinweiskarten. Die sind spielerabhängig und geben auch an, wie lange das Spiel geht, denn wenn dieser Stapel aufgebraucht ist, ist das Spiel zu Ende. Wie läuft das Ganze nun ab? Wir dürfen nicht sprechen miteinander. Das heißt, ein Spieler guckt sich hier diese Karten an. Das heißt, ich würde mir jetzt diese Karte anschauen, sehe, aha, das ist eine rote Karte. Ich darf die jetzt nicht drüber sprechen. Dann kann ich mir noch irgendwo anders eine Karte anschauen. Dann mache ich einfach mal diese hier. Oh, wunderbar. Ich dürfte jetzt, nachdem ich mir 2 Karten angeschaut habe, eine Karte verschieben. Wenn ich jetzt beispielsweise schon wüsste, dass hier eine rote Karte ist, könnte ich jetzt sagen, komm, ich lege diese Karte hier rüber. Jetzt hätte vielleicht meine Mitspieler den Hinweis, weil ich diese Karte verschiebe, müssen die beiden zusammengehören. Oder ich lasse diese Karte hier liegen. Dann könnte das der Hinweis für meine Mitspieler sein, weil ich ja hier nichts verschoben habe, dass diese beiden Karten zusammengehören. Wenn ich das getan habe, muss ich hier immer entweder eine neue Hinweiskarte aufdecken oder ich muss eine bereits aufgedeckte Karte wo platzieren. Und auf diesen Hinweiskarten sind verschiedene Farben abgebildet, die diesem Spiel gibt. Es ist jetzt Zufall, dass sie alle 4 die gleiche Farbe haben, aber es gibt auch diese doppelten. Ich könnte jetzt also sagen, ich nehme mir dieses Teil, platziere es hier drauf. Jetzt wissen meine Mitspieler, dass das hier eine rote Karte sein muss. Der Nachteil ist aber, diese Karte kann von keinem Mitspieler mehr angeschaut werden und ich kann diese Karte auch nicht mehr umpositionieren. Also das heißt, diese Karte könnte nicht mehr da hochgelegt werden oder woanders. Damit würde mein Zug auch enden und der nächste Spieler wäre an der Reihe. Es gibt natürlich noch Regeln, wie wir diese Karten verschieben dürften. Machen wir mal beispielsweise, das wäre hier oben, das wäre auch hier oben und die hier wäre hier hinten. Und jetzt würde ich gerne diese Karte verschieben wollen oder verändern wollen. Das geht aber nicht, denn wenn ich diese hier rausnehme, hätte ich hier nur noch eine Karte über Eck. Das ist nicht erlaubt. Ich müsste diese Karte also hier hinschieben oder ich müsste sie hier hinschieben, dass wir immer komplette Wege haben. Wenn ihr wieder an der Reihe seid oder ein Spieler an der Reihe ist, kann er anstatt Karten anzusehen oder zu verschieben auch sagen, er möchte jetzt auflösen. Das heißt, wenn er sich sicher ist, er weiß jetzt, dass alle Familien, so wie sie gehören, zusammen sind, dann lösen wir das Ganze auf. Das heißt, wir würden einfach alle Karten umdrehen, würden schauen, ist es wirklich so, dass die roten Familien alle beieinander sind. Das ist jetzt Zufall, weil ich ja noch nicht gespielt habe. Wir würden das Ganze, wie gesagt, aufdecken. So, und jetzt hätten wir schon den ersten Fehler. Wir hätten das Spiel also verloren. Würde es jetzt stimmen, dass die roten und die lila Karten und so weiter beieinander liegen, haben wir das ganze Spiel auch schon gewonnen. Jetzt können wir dann noch schauen, wenn wir das Spiel gewonnen haben, wie gut waren wir. Dafür gibt es hier diese Übersichtskarte. Wir schauen jetzt also, wie viele Spieler waren wir. Und jetzt gibt es beispielsweise hier einen Punkt für jede korrekt platzierte Hinweiskarte. Hinweiskarte waren ja die. Stimmt, die hat zu rot gepasst. Wir würden noch 2 Punkte bekommen für eine aufgedeckte, aber nicht platzierte Hinweiskarte. Das sind diese hier oben. Und dann schaut ihr einfach, wie viele Punkte habt ihr erreicht und welchen Status habt ihr. Es gibt beachtlich, glorreich oder legendär. Yokai erinnert an ein Memory-Spiel. Es ist ein Memory-Spiel. Es hat aber wirklich diesen gewissen Twist, den wir aus Spielen kennen, wie vielleicht The Mind, wo man halt nicht miteinander kommunizieren darf. Und es funktioniert hier wirklich gut, denn wenn man hier längere Zeit mit dem gleichen Spieler spielt, wie Melly und ich, dann entwickelt man so langsam so ein Gefühl für seine Handlung. Das heißt also, wenn Melly keine Karten verschiebt, dann denke ich mir schon, ah, diese Karte, die sie gerade aufgedeckt hat, die muss da wahrscheinlich hingehören. Oder sie verschiebt sie irgendwo anders hin oder sie versucht da eine Lücke zu machen. Dann weiß ich so langsam, ah, Melly hat da den Plan, ich darf jetzt ihr da nichts dazwischen funken, also nichts da wegnehmen. Und ich gucke mir vielleicht meine Karte von dort an, um zu sehen, ob es wirklich so ist, wie ich gedacht habe. Und dieses Nicht-Sprechen, aber sich trotzdem zu verständigen, das macht den Reiz hier aus. Genau, vor allem mit diesen Hinweiskarten, die gibt es in 3erlei Varianten. Wir haben die einmal mit voll, dann haben wir sie natürlich gesplittet in 2
Und es gibt natürlich auch noch die Hardcore-Variante mit 3. Und da ist es dann manchmal auch ausschlaggebend, wie jemand so vielleicht diese Karte platziert. Mhm. Und dann denkt man, warum legt er jetzt diese dreifarbige Karte hin? Dann schaut man vielleicht nochmal und er weiß zum Beispiel, ich habe jetzt diese Karte ja schon angeschaut, er legt diese Karte jetzt so drauf und gibt mir somit den Hinweis, hey, du hast ja die Karte angeschaut, ich gebe dir jetzt den Hinweis, weil ich so hinlege, es muss rot sein. Ja. Und das ist so zwischen den Zeilen lesen sozusagen. Genau. Also das macht es wirklich knifflig und dieses, man muss auch mal ein bisschen aufpassen, welche Karten habe ich jetzt angeschaut, welche Karten hat vielleicht mein Mitspieler schon angeschaut und dieses Hineinfühlen, miteinander sein, ohne zu sprechen. Ja. Das ist wirklich hier die Herausforderung, auf jeden Fall. Genau. Zur Herausforderung, das Ganze ist in verschiedenen Schwierigkeitsstufen anpassbar. Es gibt dann noch die Nachbarkarten, das heißt Nachbarschaftskarten, genau. Die sind hier verschieden angepasst. Das heißt, jetzt wollen beispielsweise immer die lila und die blauen Karten nebeneinander liegen. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Da gibt es eben verschiedene Farbkombinationen und wir haben diese Karten. Das sind dann die Zielkarten, wobei ich sagen muss, die Zielkarten sind sehr knifflig. Denn jetzt muss das Raster so aussehen, die sind doppelseitig oder eben so aussehen. Und bis ihr das hinkriegt, das ist wirklich eine Herausforderung. Es klappt meistens am besten zu zweit, weil ihr dann eben, ihr kennt den Partner, ihr seid halt recht schnell wieder dran. Also ihr schaut was an, okay, dann schaut Melli was an, dann bin ich schon wieder dran und kann drauf reagieren. Es geht bis 4 Spieler. Wenn ihr das zu viert spielt, dann ist es wirklich nochmal eine ganz andere Challenge, ein anderes Gefühl, wie sich dieses Spiel verhält, weil bis ich wieder dran bin und auf den Spieler reagieren kann, vergehen eben 3 Runden. Ich muss mir länger merken, was wo ist. Also ich muss merken, oh, mit Spieler 2 hat jetzt da hinten nichts bewegt, Melli hat da was verschoben und der dritte Spieler hat jetzt vielleicht hier noch was gemacht. Dann komme ich dran und denke mir, oh, wo war denn das jetzt? Funktioniert gut. Aber ist ein anderes noch Spiel. Uns hat es wirklich am besten zu zweit gefallen, weil man sich dann eben so ein bisschen in den anderen hineinversetzen kann. Die Aufgaben lösbarer sind. Vielleicht möchten wir es nicht so anspruchsvoll. Es ist aber wirklich schick. Es ist cool gemacht. Es ist jetzt nicht irgendwie ein simples Memory-Spiel. Ich finde es richtig cool. Ja, und vor allem muss man wirklich auch taktieren. Beim Umlegen hatten wir es tatsächlich auch schon, dass ich eigentlich eine Karte wegnehmen wollte und es ging dann aber nicht, weil sie dann die andere Hälfte nicht mehr miteinander verbunden hätten. Und das ist dann wirklich das Problem. Man braucht dann erst wieder eine Karte, wo man dahin legen kann, damit das Raster immer noch in sich verbunden ist und man wieder umlegen kann. Und das macht es wirklich so taktisch schön. Mir hat es tatsächlich auch zu zweit am besten gefallen, vielleicht weil wir so gut miteinander harmonieren und uns blind verstehen. Deswegen haben wir so oft schon gewonnen. Weil du so... Am meisten sage ich, ja, ich weiß, ich deck's auf und dann, oh, da habe ich nicht aufgepasst. Ja. Man darf nicht zu schnell aufdecken, aber ich will halt die meisten Punkte kriegen. Und man denkt sich dann auch manchmal, warum deckst du denn jetzt nicht auf? Aber ja, so ist es halt. Und ich denke mir immer, hey, was ist doch Lila da oben, schieb's mal darüber. Und es ist spaßig, es ist wirklich eine Art von Memory, das muss man natürlich mögen. Uns hat's gefallen. Wenn ihr also so ein schnelles Spiel, wo ihr nicht kommunizieren dürft, vielleicht weil ihr euren Partner nicht gern reden hört, keine Ahnung, mögt, schaut euch das an. Es macht wirklich einen Heidenspaß. Es ist eine Herausforderung und umso mehr Spieler dabei sind, umso herausfordernder ist es. Das war's von hier. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.